Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video möchte ich euch mal ein bisschen zeigen, wie die Auswirkungen von verschiedenen Brennweiten sind. Da haben ja ein paar Leute geschrieben, dass ich da vielleicht mal drauf eingehen könnte. Und das hier ist jetzt einfach mal ein kleines Video, wo ich da ein bisschen was zu sage. Ja, ich wurde auch gefragt, welche Brennweiten so für Porträts geeignet sind und so weiter. Und diese Fragen möchte ich jetzt mal so gut es geht klären. Wir fangen einfach mal an mit einem kleinen Bild. Und zwar seht ihr da die verschiedenen Verzeichnungen. Also je nach Brennweite habt ihr eben Verzeichnungen im Bild. Also ja, die Bildränder werden eben verbogen sozusagen. Und das sieht man hier ganz deutlich. Hier in der Mitte haben wir so eine verzeichnungsfreie Abbildung. Und da sieht man, dass die Quadrate hier parallel sind. Und wenn wir jetzt mal hier vorne schauen, dann sieht man, dass das alles verbogen ist. Und das tritt eben bei einer geringen Brennweite auf. Also wenn ihr zum Beispiel eine Brennweite von 16 mm oder 17 mm habt oder 18 oder keine Ahnung, 28 mm, dann seht ihr eben solch eine Verzeichnung. Und umso kleiner die Brennweite, desto mehr Verzeichnung habt ihr. Es gibt ja auch die Fisheye-Objektive mit 8 mm oder 6 mm Brennweite und da ist das eben ganz extrem, schon wirklich fast rund. Und ja, das ist eben so eine tonnenförmige Verzeichnung, so nennt man das dann. Und wenn wir dann hier noch das Bild rechts schauen, da sieht man, dass diese Verzeichnung in die andere Richtung geht und das tritt eben auf bei großen Brennweiten, also ja, ab, keine Ahnung, 80 mm oder 100 mm, so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Also es wird eben auch immer mehr, desto länger die Brennweite ist. Und ja, so die 50 mm an Vollformat sind so die, ich sag mal, was so diesem Abbild hier nahe kommt. Und damit ich euch das jetzt nicht nur an irgendwelchen komischen Quadratenzeiger habe ich auch noch ein paar Bilder gemacht und die zeige ich euch jetzt einfach auch mal noch. Ich habe hier mit der Marissa einfach mal Beispielbilder gemacht, also stört euch jetzt nicht an dem Bild oder irgendwas, das ist jetzt auch nicht bearbeitet, das war einfach nur, ich habe gesagt, stell dich mal dahin, ich mache schnell ein paar Bilder, um das zu demonstrieren und dann ja, haben wir das gemacht. Also hier an dem Gitter sieht man eben jetzt, das ist jetzt Brennweite 28, also 28 mm Brennweite. Da sieht man eben, dass hier das Gitter auch wirklich verbogen ist. Und das ist also die tonnenförmige Verzeichnung, wie ich sie eben im Bild auch, ja, wie ihr sie gesehen habt. Wenn ich hier mal die Profilkorrekturen aktiviere, dann sieht man, dass sich das Gitter ein bisschen gerade biegt. Aber letztendlich, ja, ist das alles so eine Sache. Also das ist jetzt nur bei 28 mm sogar schon so krass. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn die Brennweite noch geringer ist, wie es dann aussieht. Des Weiteren sieht man hier natürlich auch, dass das Bild ein bisschen, ja, natürlich verzerrt aussieht. Also für ein Porträt ist diese Brennweite nicht so gut geeignet. Das kann man auch machen mal bei Band-Shootings oder bei Konzertfotografie, dass man wirklich mit einer geringen Brennweite, also sehr weitwinklig fotografiert. Da kann das durchaus mal so ein bisschen als Stilmittel oder so auch durchgehen. Aber für Porträts ist diese jetzt eher nicht geeignet. Man sieht ja hier auch, dass das alles ein bisschen rund aussieht, ein bisschen, ja, keine Ahnung, eben verzerrt. Und wenn wir da mal weiterschauen, dann haben wir hier ca. 50 mm Brennweite. Da sieht man schon, dass das Ganze ein bisschen anders, ja, eigentlich besser wirkt. Das Gitter ist auch eher gerade jetzt und der Hintergrund wird auch unschärfer. Wenn ich da mal wieder das vorige Bild nehme, da sieht man ja, das ist alles noch gut zu erkennen. Hier wird es schon ein bisschen unschärfer und das ist natürlich auch für Porträts wichtig, dass man die Person schön freistellt. Und je länger die Brennweite, desto unschärfer wird der Hintergrund. Das habe ich ja auch in einem extra Video schon mal erklärt oder auch genauer erklärt. Da könnt ihr mal schauen bei Interesse. Und ja, das ist eben auch eine wichtige Sache für Porträts. Dann habe ich hier noch ein Bild bei 200 mm. Da sieht man an dem Gitter jetzt auch ganz deutlich,
dass das Kissen oder dass die Kissenverzeichnung hier eintritt. Also ja, dass das Gitter eben nach außen sozusagen hier an den Rändern läuft. Und was und der Hintergrund ist natürlich noch mehr unscharf, da wir noch eine weitere, also eine größere Brennweite haben. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen. Hier kann man mal nochmal ein Querformat schauen, da sieht man das auch mit den Gittern. Und wenn ich da jetzt mal vergleiche, also die 200 mm mit den 28 mm, da sieht man doch schon einen sehr großen Unterschied. Und keine Ahnung, ob das Geschmackssache ist, was einem besser gefällt, aber ich denke, für Porträts ist so ab 50 mm oder ja sogar ab 85 mm eigentlich sehr gut geeignet. Und je länger die Brennweite, also je höher die Brennweitenzahl, desto unschärfer wird natürlich auch der Hintergrund. Die Unschärfe hat auch was mit der Blende zu tun, also nicht nur mit der Brennweite, aber wie gesagt, da habe ich auch ein extra Video schon. Könnt ihr bei Bedarf auch mal schauen, wenn ihr mehr zur Unschärfe im Hintergrund wissen wollt, wie die entsteht und so weiter. Aber hier ging es jetzt in erster Linie um die verschiedenen Brennweiten, um die Verzeichnung bei den verschiedenen Brennweiten, also die Auswirkungen sozusagen. Und ja, ich denke, das wird hier mit dem Gitter auch deutlich und mit der Marissa hier auch, dass einfach, dass man sieht, das wirkt so als Porträt irgendwie nicht. Die anderen sind jetzt auch keine Knallerbilder, aber man sieht eben ganz deutlich, dass der Hintergrund wirklich unscharf wird und wie die Verzeichnung eben sich auswirkt. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Also, wie gesagt, ich empfehle euch so eine Brennweite ab 50 mm oder 85 mm. Kommt auch darauf an, ob ihr eine Vollformatkamera habt oder eine Crop-Kamera. Bei Crop, wenn ihr da ein 50 mm Objektiv habt, wird der Crop-Faktor noch dazugerechnet sozusagen und dann seid ihr auch bei circa 80, 85 mm. Und ja, also das ist so meine kleine Erklärung. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen weiter und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr und ihr könnt mir auch natürlich gerne Themenvorschläge mal schreiben in die Kommentare oder so. Und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mal auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut und wenn ihr unter dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ja, das war's, wie gesagt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.